Hallo und herzlich willkommen zum Landefeld Online Magazin. Wie Sie mit Schellen aus unserem Sortiment eine schlüssige Verbindung zwischen Ihrer Tülle und Ihrem Schlauch herstellen, das möchte ich Ihnen heute einfach mal zeigen. Wir haben eine bunte Auswahl an Schellen in unserem Programm. Sie finden von Einohrschellen über Zweiohrschellen, die entsprechend geklemmt werden, bis hin zu Schneckengewindeschellen, die über einen Schraubendreher montiert werden müssen, bis hin zu Gelenkbolzenschellen, die bauartbedingt ein hohes Zugmoment auf das Schellenband bringen können und so eine extrem kraftvolle Verbindung herstellen. Beginnen wir mal mit dem Einbinden des Standard-PVC-Gewebeschlauchs. Ich schneide mir hierzu mit unserem Schlauchabschneider ein entsprechendes Stück ab. Ich bringe dann in dem Fall die Einohrschelle auf, benetze mir die Gewindetülle meiner Kupplungsdose mit etwas Schmiermittel, damit diese leichter in den Schlauch gleitet. Man sieht hier, dass die Verzahnung auf der Tülle nicht komplett durchgängig ist, sondern eine plane Fläche auf der hinteren Seite bietet. Es ist von Vorteil, dann die Schelle mit dem entsprechenden Anzugsmoment auf dem geraden Bereich anzubringen. Und greife nun zu unserer speziellen KZSS-Klemmzange für Zweiohrschellen. Diese ist mir ermöglicht, die Schelle sowohl mit der seitlichen Öffnung als aber auch an der stirnseitigen Öffnung zu klemmen. Ich packe mir die Schelle am entsprechenden Ohr und drücke diese einfach einmal kräftig zusammen. Und schon habe ich eine entsprechende Verbindung zwischen dem PVC-Gewebeschlauch und der Schlauchtülle hergestellt. Eine weitere Option ist die schon erwähnte Schneckengewindeschelle. Ich werde diese beiden Schlauchenden jetzt einfach mal mit der Schnecken- und der Gelenkbolzenschelle einbinden. Wir nutzen dafür Gewindetüllen aus unserem Sortiment in Messing. Damit die Tülle etwas leichter in den Schlauch geht, benetze ich mir diese mit einem Schmiermittel, bringe die Schelle auf, stecke dann entsprechend die Tülle ein. Beachte auch hier vom Tüllenprofil her, dass ich die Schelle schon im etwas flacheren Bereich aufbringe und montiere die Schneckengewindeschelle nun mit einem speziellen Schraubendreher aus unserem Sortiment, den SS-Dreh, den es in unterschiedlichen Schlüsselweiten gibt. Dieser bietet sich an, da es mir über eine elastische Welle ermöglicht, auch bei engen Einbaubedingungen die Schraube schnell und unkompliziert einzudrehen. Das verfahren wir auf der anderen Seite noch einmal genauso. Verwenden dafür die Gelenkbolzenschelle. Ich bringe diese entsprechend auf, stecke die Tülle ein und ziehe im Anschluss mit einem entsprechenden Schlüssel den Gelenkbolzen der Gelenkbolzenschelle ein. Nach entsprechendem Kraftanstieg ist die Schelle fertig montiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen und verabschiede mich an dieser Stelle. Sie finden alle Komponenten in unserem Online-Shop. Schauen Sie nächste Woche wieder in unseren Channel. Auf Wiedersehen.